Herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Zweiter Run. Den Daily Run habe ich leider versaut. Den wollte ich aufnehmen, da hat es aber leider geleckt. Ich habe abgebrochen und damit ist der Daily Run leider kaputt. Naja, egal. Wir haben eine Winstreak von 1 und wir spielen jetzt mit Lazarus, würde ich sagen. Auf Hard. Ich weiß noch nicht, was der Greed-Modus ist, das gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an. Aber wir spielen immer schön auf Hard. Oh, wir haben eine Pille ja direkt genommen. Oh, Hematemesis. Wir kriegen... Was ist er denn? Was sind das eigentlich für Fliegen? Ich weiß ja noch nicht. Auf jeden Fall ist der Isaac Afterbirth Hype groß, denn alleine 14 Leute in meiner Steam-Liste spielen das gerade. Das ist schon crazy, was dieses Spiel auslöst. Aber es ist ja auch ein cooles Spiel, ne? Ein Spiel, was jeder kann. Zumindest auch jeder lernen kann. Das ist eigentlich eine Regel für jedes Spiel, aber... Ein Spiel, was leicht zu lernen ist. Aber hard to master. Und das sind immer eigentlich die beliebtesten Spiele. So, einmal die Flamme hier ausmachen. Justice ist sehr cool. Da kriegen wir ja Zeug für. Und nicht mal eine Trollbombe gekriegt, das ist sehr schön. Sondern richtige Bomben. Und hier auch nochmal. Wird hier immer besser. Ach, du bist dieser Isaac-Kopf, genau. Hier haben wir den Boss, den machen wir direkt mal. Little Horn wieder, da muss ich auf das Loch aufpassen. Ich hoffe, dass der in die Flamme rein kann. Das würde ihm Schaden machen. Ja, sehr gut. Ist reingegangen in die Flamme. Hat auch Schaden bekommen. Okay, macht wieder diese Kugeln. Ich will halt immer noch nicht wissen, was passiert, wenn ich in dieses doofe Loch reinfall. Ich vermute einfach, dass ich in die nächste Ebene falle. Und das wäre traurig. Da ist es. Der Loch-Move. Ah, okay. Okay, wir kriegen den Gürtel, wir sind schneller. Geh mal gucken, ob hier der Geheimraum ist. Nein, hätte sich aber angeboten. Oder geht es hier nicht? Doch. Wir sind übrigens wieder in der Burning Stage. Das ist nicht so geil. Lass die Bombe da liegen. Danke. So, nehmen wir mal mit. Ich fühle mich jetzt schon mal besser mit dem Gürtel, weil ich schneller bin. Also was heißt besser? Ich fühle mich sicherer, weil ich schneller weg kann. So ein bisschen Speed ist ja immer gut. Zu viel ist wieder scheiße. Aber so ist eigentlich ganz in Ordnung. Ach, du großer Gott. Ein Damage-Up würde ich jetzt nehmen. Ich wollte gerade sagen, ist es so, dass die Brennenden eventuell nicht diesen Kopf verlieren? Aber das hat sich gerade nicht bestätigt. Nachdem der Nächste, den ich getötet habe, den Kopf verloren hat. Also ich dachte, die Brennenden sterben vielleicht sofort. Weil es halt brennen. Aber... Also, ohne dass deren Unterkörper noch weiter rumläuft. Ah, so einer war das wieder. Gehen wir mal das Feuer mal aus hier. Einfach mal, um zu gucken, ob wir es kriegen. Dann kümmern wir uns um den hier. Noch einer? Wo denn? Ah, da. Okay, gab's was? Nix. Na gut. Hier ist so ein Opferungsraum. Warte mal. Wir müssen reden, Dude. Wir müssen reden. Und zwar müssen wir so reden. Na, das wollte ich nicht. Scheiße. Egal. Ich wollte gucken, ob ich den da unten platzen lassen kann. Aus euch kommen da wieder dicke Spinnen raus, ne? Ja, genau. Wie unangenehm. Die Geräusche im Hintergrund sind ein bisschen verstörend. Ich denke die ganze Zeit, hier meine Freundin spricht oder so. Aber hier ist im Hintergrund so ein... Die ganze Zeit. Was ist das denn? Glitterbombs. WTF. Die glitzern einfach nur, oder was? Okay. Ist hier der Raum? Oh, nice. Ah, kommt da Zeug manchmal raus? Tier ist down. Toll. So macht das ja Spaß. Okay. Tier ist down ist natürlich jetzt ätzend. Gut, dass wir den Boss schon gemacht haben. Okay, wir gehen auch in den Raum da rein. Kriegen zwei schwarze Herzen. Das ist sehr gut. Verlieren eins. Alles okay.
Da lang. Wo könnte noch ein Geheimraum sein? Hier nicht. Hier. Eventuell. Toll. Okay. Na dann, next stage. Versuchen wir mal ein bisschen flotter zu sein. Wir kommen ja jetzt, glaube ich, schon deeper. Ich weiß halt immer noch nicht, ich nehme das jetzt auch im Voraus auf. Also wenn ich den importieren soll, den Stand. Also wenn ich einfach alles, was ich jetzt freigespielt habe, einfach wieder weg. Also das wäre ja dann alles weg wieder. Aber ich habe ja den Platinum-Gott-Spielstand. Also da könntet ihr ja dann sagen, nimm den Platinum-Gott-Spielstand. Und, da kommen echt manchmal Sachen raus. Tears Up, danke, damit ist die wieder weg, die Pille. Das ist sehr gut. Diese Tears Down-Pille, die wir gekriegt haben. Dann sind wir jetzt wieder auf normalen Stand. Was gut ist. Was sehr gut ist. So. So. Ach, shit. Nein! Ach, Mann. Wenigstens waren es keine roten Herzen, die ich da gerade verloren habe. Was ist das denn hier für eine Ebene gerade? Oh, hi. Hi. Oh Gott, dann hätte ich mir fast noch in die Falle gestoßen. Komm mal hoch. Genau. So, Schlüssel. Item. Den auf jeden Fall. Nein, ich hätte den anderen lieber. Ich dachte, ich krieg beide. Aber man kann es sich hier nur aussuchen. Okay. Oh. Da will ich eigentlich ja hin. Eigentlich wäre das schon relativ geil. Aber da muss ich aber... Ah, nicht alle. Okay. Judgment. Das ist auch schön. Ah, shit. Mach keinen Scheiß. Lass mich in Ruhe. Nein. Judgment war... Judgment. Ach, er, genau. Magst du mir was auskacken? Komm. Du bist ein Sack. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Oh, nee. Diese Räume, ne? Zack. Ach, shit. Ich sehe schon kommen, dass die Dinger auch irgendwann auf Zeit laufen. Und man sich beeilen muss. Und wenn man es nicht schafft... Dann hat man halt, muss man nochmal machen. Mhm. Will ich haben. Danke. Ah. Okay. Mein Hinterm, aus dem Hinterkopf zu schießen ist nicht verkehrt, aber ich hätte gern das andere Item vielleicht gehabt. Ich wusste halt nicht, was es macht. Dieser Raum. Deswegen bin ich jetzt erstmal an das gegangen, was ich kannte. Ach du großer Gott. Bisschen blau. Aua, was hat mich, hat der mich jetzt... Hat der echt schon geschossen? WTF, habe ich nicht gesehen. Ohne Mist. So, haben wir den Knopf gedrückt. Ich habe Angst. Vor diesem Feuer. Ah, schnell. Oh, es wird normal. Okay, auch gut. Hätte ich das gewusst, wäre ich da sofort durchgerannt. So... Die Kacke wegmachen. So, warte mal. Das ist echt eine kleine Ebene, muss ich gerade mal sagen. Wir können gucken, ob hier ein Geheimraum ist. Nö, aber ein Schlüssel. Nehme ich. Dann können wir noch gucken, ob... Ah, okay, danke, Raum, ey. Der Raum ist wenigstens human, ey. Hier ist der. Oh, Geld. Dann können wir noch zum Bettler und können noch hier rein, ohne einen Schlüssel zu verbrauchen. Mr. Mega has appeared in the basement. Dankeschön. So. Dann einmal zum Battle Boy. War der hier oben? Ja. Dankeschön. What's all this? Tears up. Tears up. Oh, nice. Kommt nur ein bisschen zu spät. So. Ich bin froh, dass ich keinen Schaden nehmen kann, wenn ich sofort durch den Raum renne, ey. Das ist... Ah, warte, jetzt sehe ich aber den Raum, der noch fehlt. Aha. Oh, nice. Amnesia, ja gut, das stört mich jetzt nicht. Okay, ich bin gerade nutzlos. Okay, die wäre gut gewesen. Die Icons, die Forever nehme ich mit und jetzt warte ich mal, bis der Scheiß hier aufhört. Den. Weil das gegen den Boss relativ kacke ist. Der Effekt darf gerne aufhören.
Effekt aufhören. Ah, danke schön. Monstro. Natürlich gehen meine Fliegen für normale Gegner drauf. Lächerlich. Aua. Nicht nett. Aber wenigstens haben wir diese doofe Curse-Kacke nicht. Diese Curse-Perle von Mom. Werde ich auf jeden Fall auch nicht mehr aufheben, weil die habe ich ja jetzt aufgehoben. Brauche ich nie wieder. Obwohl sie ja stark war an sich. Aber dieser Nebeneffekt, dass man raus teleportiert wird, ist halt mega ätzend. Auf jeden Fall gefällt mir der neue Soundtrack. Das muss ich immer noch mal wiederholen. Was gefällt mir? Bandage und Devil Deal. Das ist eigentlich ein guter Deal für mich. The Pact und... Oh mein Gott, ich nehme The Pact auf jeden Fall mit. Das Brimstone Baby. Ach komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Okay, Flooded Cave. Erstmal eine I Can See Forever Pille snaggen. So, und wir sind jetzt auf jeden Fall ein bisschen OP geworden. Oh, warte. Scheiße. Ah, die schießen nur gerade. Ich dachte, die verfolgen mich. Kacke. Ich dachte, die schießen noch in meine Richtung. Aber dem war nicht der Fall. Was machst du denn? Was macht dich besonders, du komisches Monster? Ich weiß es nicht. Oh, da will ich doch glatt den Pilz haben. Wenn ich das hier alles sehe. Ist das eine Tiersache? Range down. Das gefällt mir nicht. Das ist auch die Range down, ne? Ja, die will ich doch nicht. Spiel, niemand will Range down haben. No one. No one wants that. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, kannst du bitte explodieren? Das wäre sehr cool. Oh, was? Der war noch nicht aufgeladen. So. Ach, da kommt noch eine Made raus. So. Ach, der Dude. Was macht denn der Dude eigentlich? Ach, der, genau, der spuckt diese Fliegen. Diese Zahnfliegen. Keine Ahnung, ob die noch irgendwas Schlimmes machen, diese Zahnfliegen. Es gibt die Zahnfee, hier gibt es die Zahnfliege. Oh Gott, könntest du bitte sterben? Danke. Oh, Geld. Sehr schön und weiter geht's. Au, fuck. Okay, ich glaube, die Dinger haben mich jetzt zum ersten Mal getroffen. Ah ne, es waren glaube ich die, die gerade ausschießen, ne? Die mich so getroffen haben. Ah, fast wieder. So, warte, was haben wir denn hier drin? 4? Fuck. Ich krieg nur 3 offen. Aber eigentlich, aber eine verschwindet bestimmt. Oder die verschwinden alle. Moment. Da möchte ich gucken, dass ich irgendwie eine Teleportationsmöglichkeit raus habe. Die verschwinden bestimmt wieder alle. Das ist wieder nur alles locken hier. Und hier sind auch noch 5 Pilze, die ich gerne springen würde. Was könnte der coole Pilz drin sein? Der All-Stats-Up-Pilz. Ne? Kann ja alles sein. Ach ja, den haben wir ja auch noch. Den Item Realm. Moment. Erstmal machen wir mal den weg hier, den Dude. So. So, der ist weg und jetzt nur noch du. Ach, ich dachte, mein Brimstone Baby wäre schon voll, aber es braucht immer so lange. Aber schon. Aber schon. Magst du nicht? Danke. So, jetzt gucken wir erstmal in den Shop. Die Stecknose. Ja, nee, muss nicht sein. Was ist das? Holy Light. Okay, das ist neu. Damage Up macht es anscheinend nicht. Aber es ist heilig. Und leuchtet ein bisschen. Was cool ist. So. Hier haben wir Herzen drin. Ja, machen wir erstmal den Boss. Dark One. Ach lol. Ah, wenn das trifft, kommt so ein Licht von oben. Ah, okay. Das ist cool, aber es bringt irgendwie nur was, wenn der Gegner sich nicht bewegt. Würde ich jetzt fast behaupten. Fuck you. So, du bist tot.
Milk. Breakfast. Oh, eigentlich will ich dich haben. Azazel. Oh, mit denen können wir dann den nächsten Run machen. Da können wir einen schnellen Azazel-Run machen. Wir versuchen jetzt noch den Raum zu holen mit der Goldkiste. Ich muss es ja mal ausprobieren und gucken, was passiert. Ob alle Kisten liegen bleiben oder alle verschwinden. Ich vermute, dass die alle verschwinden, wenn ich eine öffne. So lockmittelmäßig. Deswegen werde ich jetzt hier auch noch nicht sprengen. Wie kann ich denn nochmal alles liegen lassen? Ah, mit der Taste. Okay. Nehmen wir mal die Kiste hier. Nein, die bleiben liegen und ich krieg Tammy's Head? Oh mein Gott. Cricket's Head. Das war die beste Entscheidung der Welt. Das war einfach die beste Entscheidung der Welt. WTF. Und dann sind das auch noch so Billo-Gegner hier. Ja, geil. Ja, fett. Gib. Gib. Ach, und den kriegen wir auch noch, aber der ist jetzt nicht so geil. Aber wir kriegen den Parasite. Gut. Ja, hat sich gelohnt. Dann sag nochmal einer, es lohnt sich nicht, hier durchzugehen. Ich habe zwar kaum noch Herzen. Living on the Edge und so, aber ich habe jetzt 5 Damage-Punkte. Die Steckdose wäre noch geil. Was macht denn die Pille? Lemon Party. Okay, nehmen wir mit. Den Schlüssel auch. Und dich auch. Komm. Wenn wir schon getroffen werden, dann können wir wenigstens fliegen spawnen. So. Okay. Bisher gehen wir ganz schön YOLO in den Run, aber läuft. Die Arcade. Okay. Curse of the Blind. Das heißt, ich sehe nicht, was ich aufhebe. Das ist nicht gut. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Da haben wir wieder die bunte Kacke, die uns heilen würde, wenn wir getroffen wären. Wenn wir Herzen hätten. Das war gemein. Das war gemein. Ich hab vergessen, dass die hier rauskommen. Scheiße. Shit. So. Nice. Next. Was ist hier? Kacke. Okay, Kacke ist gut. Kacke ist immer gut. Warum sind wir relativ gut dabei, was Damage angeht? Immer noch das Baby dazu zählen. Ist rausgekommen hier irgendwo? Nein. Oh, fuck. Okay, schnell die wegmachen. Die schießen ja, die dashen nicht so, die schießen nur. Und hier ist der Bossraum. Machen wir noch nicht. Ich will erstmal gucken, dass ich irgendwie Herzen kriege. Denn wenn das ein neuer Boss ist, sind wir ganz schön am Arsch, weil ich nicht weiß, was die machen. Oh, nice. Gefährlichste in dem Raum ausgeschaltet, würde ich sagen. So. Ist ein blauer Stein? Nee, ne? Jetzt die Frage, kann im L-Raum links in der Ecke von dem L? Oh, fuck. Okay. Okay, was war eine Lemon Party? Das heißt, wir haben noch eine. Okay. Und was? Sind die alle in den Lichtstrahl gesprungen? Trottel. So, eine Battery. Nice. Kann man uns fliegen machen. Ein Challenging Room. Für einen Beutel. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. So ein All Setup Pills? Was ist das? Ach ja, die Are You a Wizard Pille. Die wollen wir nicht. Wir haben jetzt doppelte Lemon Party. Hallo? Alter. Okay, jetzt wird's gefährlich. Wenn die Fliegen dazukommen, wird das mit den Viechern doch ein bisschen kritisch hier. Oh. Okay, du bist ein schönes Target für mich, weil dich will ich haben. Komme, was da wollen. Tut. Ach, ich bin so ein Held. Scheiße. Moment, macht Charge with Blood nur Herzen, wenn ich getroffen werde? Nein, ne? Ich dachte, das macht Batterie-Stuff. Aber macht's gar nicht, ne? Siehst du, so fängt's an. Scheiße. Ich brauch Bomben. Was bist du? Nein. Warum kaufe ich sowas? Warum? Yay, Blue Map. Danke.
Ich glaube, ich sollte echt, ich weiß nicht, sollte ich noch ein Safe? Ich bin gerade in so einem Zwiespalt. Ach ja, Lazarus hat ja noch ein Leben. Stimmt. Wenn der stirbt. Kamikaze. Ja, natürlich. Nee. Nee, einfach nee. Okay, wir suchen jetzt nicht den Geheimraum. Wir suchen jetzt nicht den Geheimraum. Okay, das ist möglich. Jetzt muss ich nur warten. Dankeschön. Guck nochmal in die Karte rein, auch wenn es nichts bringt. So, dann können wir nochmal zocken. Ich weiß nicht, ob hier Fliegen rauskommen, deswegen schieße ich. Ja, Luck ist so null, ne? Danke, Spiel. Gut, wir haben die Lemon Party. Eigentlich muss das ja gehen. Eigentlich muss das doch gehen. Das muss doch machbar sein. Wenn ich jetzt nicht unbedingt in den Raum reingehe, wo Stacheln drin liegen. War da einer mit Stacheln? Ich weiß es nicht. Egal. Gördi. Kriege ich sogar nochmal Schaden für dich, Gördi. Alter, der war easy. Na gut. Bloodclot. Damage und Range up. Na gut. Was mich nicht umbringt, ne? Okay, jetzt haben wir wieder Flooded Cave. Ah ne, Dank Deaths. Die sind ganz schön dank. So, den Spruch habe ich von meiner Freundin geklaut. Ach du großer Gott. Okay, wenn man da wieder rausgeht. Oh, das ist gemein. Okay, das war aber trotzdem gemein. WTF? Okay, warte mal. Wir machen erstmal die Flammen aus. So. Dann kommen die raus. Attacke. Ich sehe keinen. Ist da noch einer? Ich sehe ihn nicht. Ach nee, da ist... Ah, so einer ist da noch. Okay. Ich habe nichts gesehen, deswegen hatte ich Angst. Oh, die nehmen wir. Speed and Range. Vielleicht schon zu schnell wieder. Muss man sehen. Muss man... Oh Gott, ja, ich bin zu schnell. Alter. Was? Was? Miese Räume. Ah, ich dachte, das war's jetzt, ey. Oh, bitte sei nicht... Ja, das hilft mir nicht, Spiel. Das hilft mir nicht, Hematemesis. Das bringt mich vielleicht sogar noch um. So. Oh nein. Hier ist der Boss auf jeden Fall. Nein! Der Lazarus kommt zurück. Dankeschön. So. Jetzt haben wir nur ein Herz. Ein rotes. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will. Alter, was passiert denn hier? Warum? So. Ich bin ein bisschen zu schnell geworden jetzt. Alter. Dass die Spritze so viel abgibt, ist ja schon wieder extrem. Okay, da ist nix. Ist das, oh, warte mal, da könnten blaue Herzen drin sein. So nicht reinrennen. Nice, sogar in beiden. So. Ja, dich hätte ich auch gern irgendwie, aber wenn ich dich... Oh Gott, wenn ich dich... Aua, nein, die sind überall Stacheln und ich bin zu schnell. Alter. Ah, die nehmen wir mal mit. Ich bin zu schnell. Okay, Schlüssel und Bombe wieder gekriegt. Hat sich, war ein reines Plusgeschäft. Alter, ich hab übertrieben. Ich geb's zu. Ich bin zu schnell geworden. Bombe wieder gekriegt. Sehr gut. Eine Karte. Komm. The Devil. Okay. Fahren wir 15 hier rein. Und gehen wieder. Okay. Der Raum darf nicht mehr kommen, sonst bin ich eindeutig tot. Ach du großer Gott. Ah, dieser Holy Shot ist richtig krass. Also der ist auf jeden Fall stark. Da freue ich mich drüber, wenn ich den öfter kriege. Ach nee, komm. Mach doch nicht so einen Scheiß mit mir. Okay. Ah, geil. Stimmt. Mit dem Holy Shot kann ich einfach auf die draufballern.
Denn wenn der trifft, ist auf jeden Fall Party. Oh, nice. Dann ist auch Party, wenn ich sowas kriege hier. Glatze nie. Ja gut, die ist jetzt instant tot. Die Musik konnte nicht mal richtig anfangen. Okay, hier schnell drüber. Das ist ja kein Ding mit unserer Geschwindigkeit. Oh Gott. Ah, ah. Was ist die Spinne? Vor Schreck. Reingerannt. So, jetzt sieht das so ganz anders aus mit unseren Herzen. Okay, die sind weg. Da war ich drin, ne? Für den Geldbeutel. Ah, hier sind sie jetzt. Waren die vorher auch da? Aber dafür ist ein Mami-Kampf hier. Das hat sich nicht so gelohnt. Ah ne, ist kein Mami-Kampf, sind die Hände. Sorry. Oh nein, hüpfe. Hüpfies. So. Komm, 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 Holy Shot, Holy Shot, Holy Shot. Nice. Holy Shot. Richtig gut. Okay. Kriege ich den Dude hier irgendwie frei? Nicht wirklich. Shit. Hab ich eine Bombe verschwendet. Einfach nur um auszuprobieren, wie weit die Bomben nochmal gingen. Und sie gingen nicht so weit. Monstro 2. Okay. War nicht so nett, aber hey, der Holy Shot regelt. Der regelt echt. Schaut euch den Damage an. Der regelt echt hart. Krass. Bitte kein Speed. Range, okay. Kommt jetzt, Dings? Nein. Nein, Lives. Gib. Der war gut. Eigentlich. Nehmen wir alles mit? Hä, wieso habe ich denn jetzt das Messer? Was ist das für ein Bug? Warum habe ich denn jetzt das Messer? Macht das auch Damage? Hä, ich habe da nur die neunschwänzige Katze und... Es ist immer hinter mir. Macht das Damage? Ja! Was ist das? Ist das ein Bug? Oder wurde da ein Item geändert? Was ist hier eigentlich los? WTF, wie geil ist der Weg denn? Wenn ich fliegen könnte, wäre das so gut. Aber kann ich leider noch nicht. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Oh Gott. Was ist das? Nee, es kommt noch eine Hand. Okay. Blauer Stein, den man sich vielleicht merken sollte. Nein. Oh, Boss, welcher denn? Ah, hier, Dings, Pin. Hallo, Pin. Triple Pin sogar. Es wäre schön, wenn da so ein Holy Shot mal rauskommen würde aus mir. Oh, was? Wo fliegen denn die Holy Shots hin? Da flog er. Wo ist er? Da. Nice. Also der Holy Shot macht echt hart Damage. Oh, weg. Du explodierst. Das hat sich erledigt. So, komm, holy, holy, holy. Wieso schießt du nach hinten? Irgendwie buggt hier gerade was, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Ich will keinen Schlüssel und eine Bombe für einen Goldhaufen opfern. Nur dafür, dass dann dieses doofe Münztrinket rauskommt am Ende. Na, ich war noch nicht im Itemraum. Alter, der hinter mir. Ja, genau. Das sollte nicht passieren. Oh, geil. Gib mir Bomben. Oh, nice. Okay. Jetzt können wir das einmal freisprengen. Dafür mache ich mal... Ah, Bob's Rotten Head. Muss nicht sein. Hä? Was macht er denn jetzt? Hat der jetzt so einen Schutz drin, dass er nicht an Wänden abprallt? Also... Was ist das da? Was ist das? Warum ist da ein Knopf? Ich will ihn drücken. Wenn ich eine Batterie finde, hole ich Bob's Rotten Head. Und will den Knopf da drücken. Ich könnte ihn natürlich jetzt auch nochmal aufladen, aber... Was ist das denn für eine Gestalt? Alter. Oh, zwei Bomben. Nehme ich auch. Oh, rote Kackehaufen machen die. Ja, das sind natürlich meine Liebsten.
Hallo Geister, die dürfte ja kein Problem sein. So. Okay, hier haben wir einen Bossraum. Ach, der ist ja. Ist ja nix. So. Alles klar. Gehen wir mal da unten links rein. Hier gibt es so eine Mami-Hand. Mami-Handkampf. Ah, was ist das denn für eine Hand? Was war das? Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Okay, da gehen wir rein. Mr. Boom. Na gut. Machen wir das halt so. Yes! Yes! Nee, Moment. Das war falsch. Hier lang. Okay. Okay. Was passiert hier? Was passiert hier? Oh Mann. Okay, da sehe ich jetzt auf jeden Fall den Geheimraum. Okay, hier ist Greed drin. Der ist einfach mal geplatzt. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Greed war im Grunde. So, gehen wir hier rein. Hier gibt es wieder Hände. Jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht wieder diese eklige Hand ist. Ist sie wirklich? Warum kommt die nur noch? Ah, die hält nichts aus. Das ist natürlich ein Vorteil. So, warte mal. Nice. Mit dem wir da mit. Was? Ach so, okay. War kurz erschüttert, was das ist, aber kennen wir ja. Was ist das? Aber ist ja nur Gisch. In Kombination mit diesen schwarzen Skelettköpfen. So, dann machen wir da unten den Raum noch. Die Batterie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wäre zwar ganz cool, mehr Fliegen zu haben, aber... So, ihr seid ja jetzt auch nicht unbedingt das Problem. Wieso? What the fuck? Geht das auf jeden Gegner? Was ist das? Itchy Tasty. Eine Laus. War die cool? Die war cool. Okay. Die behalte ich aber für die nächsten Ebenen. Für den Fall der Fälle, dass wir so weit kommen. So, den Schlüssel lasse ich liegen. Da springe ich jetzt nicht für rum. Ach, wir sind bei Mom schon. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier weiterkommen als Mom. Ich glaube nämlich nicht. Dafür muss ich Mom ja noch ein paar Mal machen. Aber Mom ist ja instant tot gleich. Ah, wir kommen weiter. Was ist das? Crackjacks. Don't swallow the prize. Wish granted. Nehme ich die? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Ich glaube, ich nehme den Umhang. Was hat mir da wehgetan? Ach, du Ficker, du. Oh. Ich muss mehr Damage. Das sieht so geil aus. Okay. Nehme ich Wish... Ich nehme diese Itchy Tasty mit. Vielleicht ist sie cool. Na gut. Ich gehe ja harte Deals ein, muss ich gestehen. Aber es macht Bock. Womp. Weil ich immer stärker werde gerade. Aber man muss ja sagen, diese Devil-Deal-Runs sind ja eh immer sehr OP. Oh, krass. Ach komm, was war das jetzt? Hä, was hat mich umgebracht? Was hat mich umgebracht? Ist das diese Laus? Ich muss die ablegen, glaube ich. Die macht mir... Ich glaube, deswegen bin ich vorhin auch... Ich glaube, es ist die Laus. Ich lege die ab. So geht das nicht. Oh. Einfach platzen lassen. So. Ich glaube, es ist die Laus, die mir Schaden gemacht hat. Deswegen lege ich die einfach mal ab. Das ist ja ekelhaft. So. Okay, jetzt kommt der Moment, wo wir stark mit Fliegen werden. Wo die crazy Fliegen am Start haben. Und Gegner one-hitten. Okay, das ist echt böse. Sehe ich hier. Hier ist das ja ein bisschen schwerer mit den Kreuzsteinen. Weil die Kreuze ein bisschen ekliger zu erkennen sind.
Oh nein, euch gibt's auch noch. Die habe ich schon verdrängt. So ein Brain. Geheimgang ist hier nicht am Start. Wie vermute ich, dass diese Laus scheiße ist? WTF! Was? Hä? Ich kann keine Bomben mehr einsammeln. Was ist das? Ich glaube, es gibt noch Bugs. Also ordentlich. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ich bin verbuggt. Oder so. Hä? Ich kann nichts mehr sammeln. Was soll das? Ich hoffe, ich kann noch Items sammeln. Oh, hier gibt es gar keine Items mehr, ne? Na dann. Ne, Moment. Gibt es hier noch Items? Ne, hier gibt es keine Items mehr. The Fallen Double war nicht so geil. The Fallen im Doppelpack ist nicht so geil. Aber ist kein Problem. Zack. Zack. Ah, oh, komm, Platz. Platz einfach. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ich bin verbuggt. Moment. Oh, jetzt geht's wieder. Okay. WTF, das hatte ich noch nie. Das ist ein neuer Bug auf jeden Fall. So, jetzt können wir auch alles mitnehmen. Alter. Jetzt, ah, fuck, war da ein Devil Deal? Ja, okay. Oh. Ich meine, ich sterbe, aber YOLO. Ich komme ja wieder. Range down. Ich komme ja wieder, von daher. Guppies Hairball. Yay. Ich bin Guppi übrigens. Zack. Da ist er, Guppi. Tja. Tja. So wird man Guppi in dem Run. Ein bisschen YOLO den Run gemacht. So muss das. So, I can see forever. Ist eh die letzte Ebene. Was ist das denn? Kotzt mich an. Okay. Ach du großer Gott, da kommt die Scheiße raus. Muss das sein? Ist das... Tut das Not? Ach ja, ich kann ja fliegen jetzt. Ah, ich kann ja fliegen. Okay, was haben wir hier? Range down. Amnesia. Alles Scheiße. Oh. Tour of Hearts. Das wollte ich nicht. Scheiße. Oh, nice. Die ist ja kacke, die Pille. Die ist gut. Die nehmen wir mit. Oh, was ist denn hier los? Also man kann hier nicht in Geheimräumen... Ah, okay, man also kann in diesen schmalen Räumen kein Geheimraum freigesprengt werden. Weil das nicht geht halt einfach. Okay, was haben wir denn hier? Ah, Trollbombe. Ekelhaft. Aber ist ja schnell gemacht, der Boss hier. Noch wie der Loki. Ach komm, Loki. Loki-Schmoki. Was soll das denn? Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Machen wir doch mal schnell fertig hier. Hematemesis. Kennen wir noch nicht. Eine Pretty Fly. Tja. Ist eine Pretty Fly. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Okay, die kommen sofort raus, wenn die spawnen. Okay, was haben wir denn da? Eine Helfer-Pille. Okay, wir kommen. Moment, ich komme da rein, ohne Schaden. Ach nee, gar nicht. Das geht ja nicht mehr. Oh, hier liegen Herzen. Von daher kann ich da rein. Okay. Einmal Sprangerino machen. Wie, es lohnt sich nicht. Ah, es lohnt sich nicht. Ah doch, ich komme raus. Hä, wurde das wieder geändert? Das war doch mal anders. Dass dann hier am Ausgang auch Stacheln sind. Oder nicht? Täusche ich mich da? War das beim alten? Keine Ahnung.
Alles so lange her. Oh, bist du gut? Du bist relativ gut. Du bist zumindest damaged. Das ist immer schön. Keine Kreuzsteine hier in der Ecke. Wir haben ein Gehirn. Miau. Ich weiß immer noch nicht, warum ich das Messer habe. War da Lust? Ich habe keine Lust gesehen. Was heißt das denn? Will ich das wissen? Ja, an sich schon. Aber was heißt es? Scheiße. Er sagte das auch so. Infested. Als ob man das feiern müsste, aber keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Hallo? Ah, da war ein Gegner. Oh, was seid ihr denn? Ach, so rote Geister. Alter, ihr seid Brimstone-Geister. Nicht nett, Freunde. Ihr seid auf jeden Fall länger da als eure Kollegen. Oh, Geld. Hui. Ah, schon wieder eine Mami. Mami-Hands, aber die Creepy-Hands, die bis zum Ende gehen. Oh mein Gott. Oh, was ist das denn? Tapeworm, Flug. Keine Ahnung, was der tut. Hi. Du kannst mir blaue Herzen geben und coole Karten. The Lovers ist das? Stimmt. Ich dachte, The Lovers wird mir die Bloodstation spawnen. Sind das neue Sprüche? Ich glaube schon. Tour of Clubs, das sind mehr Bomben. Nehme ich mit. The Magician, das sind Tiers, die verfolgen. The Hermit, der bringt mich zum Shop. Das bringt mir hier leider nichts. Ah, doch, vielleicht. The Tower, also in Explosionen. Das hat er gerade selbst erledigt. Was ist denn die weiße Pille? Was heißt das? Infested? Keine Ahnung. Bin ich? Bin ich nicht? Was heißt denn das? Noch keine Ahnung. Oh. Ah, ich kann ja fliegen. Kein Ding. Ah, wieso kam die denn da schon runter? Huch, lol. Okay, machen wir den Boss. Ja, komm. Hallo Mamsat. Ich hab mal die Pille genommen. Ey, so easy habe ich den ja selten gehabt. Ey, kann der mal da oben? Da unten? Okay. So. Oh, ein Devil Deal. Oder etwa doch nicht? Komm, wir gehen weiter. Gewonnen haben wir. You unlocked Begotten Baby. You unlocked Eden. Okay, machen wir weiter. Wir sind gerade gute dabei. Ah, der explodiert. Der Dude explodiert. Der Dude nicht, der reitet mich nur an. Wir haben keinen Reiter bekommen. Das wundert mich gerade eigentlich. Was seid ihr denn? Will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Ah, ihr seid ja eh keine Gefahr. Oh. Nice. Fliegen ohne Ende. Nicht, dass Satan gleich instant tot ist. Die war gar nicht so gut. Oh, zweimal ihmchen. Oh Gott. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Brimstone Baby dabei habe. Ich benutze ihn gar nicht mehr. So. Ist hier noch irgendwo ein Gegner? Nein. Was ist denn da unten? High Priestess, ist es gut? The Lovers, ja, okay. The Lovers. Temporary Damage. Das nehmen wir mal nicht mit, aber wir haben es mal aufgehoben. Was ja auch immer ganz gut ist. Oh, Doppeltürchen. Die 5, da dürfen wir die Stage schon mal mitmachen. Glaub ich. So. Die 5 war Stage Reroll. Aber das will ich, glaube ich, gar nicht beim Satan.
Oh nein. Ach komm. Mit zwei Herzen gegen Satan? YOLO. YOLO. Ah, da hat er es noch geschafft, einen Brimstone rauszupfeffern. Was, was, was? Der war, was? Okay. Ach ja. Jetzt kam mir die Scheiße. Okay. Wir gehen hier direkt aufs Ganze. Gewonnen. Oder eine neue Phase. Nein, alles klar. Hätten wir das Ending auch, aber das kennen wir schon. Broken Ankh. Judas. Tada, und direkt auf der Suche nach dem Guck mal, wir machen hier Speed. Speedruns. Ja, und im nächsten Part dann Azazel. Azazel. Unlocked by beating Greed Mode with Azazel. Das machen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.